Guten Tag, liebe Kollegen. Die Sonne lacht. Hoffentlich wir auch am Samstag. Derbyzeit, 14 Uhr, Anpfiff. Hier bei uns im Stadion der Freundschaft gegen den Chemnitz FC. Übrigens auch live im RBB. Aber die Leute lieber hier im Stadion. Der Trainer kommt gerade vom Trainingsplatz, wird uns wie immer aufs Laufende bringen, um dann Ihre Fragen zu beantworten. Bitte schön, Trainer. Ja, hallo. Fangen wir mit dem Personal an. Also wir hatten diese Woche mit Patrick Wolf ein bisschen Sorgen. Der hat einen Schlag aufs Knie bekommen. Ich glaube beim U23-Spiel am Wochenende. Und der ist jetzt gerade in der Röhre mit so, ist sogar Verdacht auf Kreuzbandriss. Also da müssen wir aufs Schlimmste gefasst sein. Bei Frédéric Curé, der hat sich einen Muskelfaserriss geholt, auch bei der U23 im Spiel am Wochenende. Wird jetzt also uns auch dann die nächsten 2-3 Wochen mindestens mal ausfallen. Bei Manuel Zeitz ist es so, dass wir ein Kontroll-MRT haben machen lassen jetzt die Tage. Und das hat ein sehr erfreuliches Ergebnis gebracht. Also Manuel, der Bruch im Knochen ist wieder verheilt. Und Manuel wird am Sonntagabend zurückkommen aus Donaustauf. Wird ab Montag dann auch schon mit unserem Athletiktrainer draußen sein auf dem Platz. Und wird, wenn alles so läuft, wie wir es uns erhoffen, am Ende dann der nächsten Woche zumindest Teile des Mannschaftstrainings auch schon wieder mitmachen können. Also da hoffen wir, dass Manu dann irgendwann dann auch wieder voll einsatzfähig bei uns ist. Ansonsten zum Gegner gibt es zu sagen, dass wir ja einen sehr guten Start hatten, wochenlang ja ganz oben mit dabei waren, zum Teil Tabellenführer waren, dann eine Phase hatten, wo es nicht so lief, sich jetzt im Mittelfeld etabliert und stabilisiert haben. Haben natürlich auch mitbekommen, dass sie ihre Punkte eher zu Hause holen. Und wir wollen mit unserer Leistung natürlich dazu beitragen, dass es auch so bleibt. Die Zielsetzung ist klar, wir wollen unser Heimspiel gewinnen und damit oben an der, in der Tabellenregion uns weiter festsetzen, wo wir jetzt sind. Dass es schwer genug wird, brauchen wir nicht jede Woche zu wiederholen, das ist eben dritte Liga. Ansonsten gibt es noch zu sagen, dass ja am Samstag auch die A-Jugend spielt und ich da sehr die Daumen drücke, dass die Jungs gegen Wolfsburg ein gutes Spiel machen und ins Finale einziehen können. Ich würde das Spiel natürlich gern sehen, es geht nicht. Der Verein hat das klasse gemacht aus meiner Sicht, dass er so einen Shuttle-Service organisiert hat. Die Mannschaft hat sich daran ja beteiligt, stand ja auch schon zu lesen. Finde ich übrigens auch eine außergewöhnliche Aktion. Und da sieht man auch, dass hier ein gutes Verhältnis auch zwischen den U-Mannschaften und die ja teilweise uns auch Spieler abstellen zum Training und unseren Jungs besteht. Also Holzi wird auch, also Holz ist ja gesperrt mit der 5. Gelben, der wird sich das Spiel auch angucken und danach ins Stadion kommen. Also da sieht man schon, dass das hier kein Haufen ist, der einfach hier nur zum Fußballspielen und Geld verdienen ist, sondern dass da wirklich was wächst und so Sachen, finde ich, sind immer ein guter Indikator. Aus meiner Sicht war es das von hier oben schon. Feuer frei. Kann losgehen. Haben das letzte gesprochen, gleich anfügen, wer von euch beiden oder weiß jemand, wie das überhaupt zustande gekommen ist, dass die Mannschaft sich da reingehangen hat mit dem Geld für die Busse? War das eine Initiative von denen selbst oder gab es da irgendwie einen Anstupser? Nein, es gab keinen, also das ist jetzt mein Wissensstand, kein Anstupser, sondern es kam von der Mannschaft selber. Die Mannschaft hat, eigentlich war ja geplant, da war das Spiel noch nicht terminiert, dass wir alle zusammen da hingehen und die Jungs unterstützen. Dann hat sich das leider terminlich überschnitten. Es wurde ja, glaube ich, auch nochmal probiert, das Spiel so zu legen, dass auch mehr Zuschauer also, ne, da hin und her fahren können oder generell das an einem anderen Termin stattfinden kann, wie mit unserem Spiel. Aber dann kam aus der Mannschaft raus, okay, wir wollen aber schon, dass da möglichst viele Zuschauer sind und die Jungs die möglichst größte Unterstützung kriegen. Und dann kam diese Idee vom Shuttle-Service. Von wem die Idee jetzt genau kam, weiß ich nicht, aber die, da sich dran zu beteiligen, die Idee kam, glaube ich, schon aus der Mannschaft selber. Kann ich bestätigen, ja. Marco Holz ist nun leider gesperrt. Ja. Wir können ihn ersetzen. Und zweitens, Robin Scharker ist ja wieder dabei. Kehrt er auf seine angestammte Position zurück? Ich glaube schon. Robin war bis zum Halle-Spiel ja der einzige Spieler, der noch nicht mal eine Minute verpasst hat auf dem Platz. Und da immer sehr gute Leistungen abgeliefert hat. Und klar hat Leo ein gutes Spiel gemacht als seine Vertretung mit dem rechten Fuß auf einer Position, die nicht unbedingt seine ureigenste ist, hat er das, finde ich, klasse gemacht. Hat ja auch ein Tor gemacht. Trotzdem denke ich, dass wir Robin wieder stellen. Und
nach den Trainingsleistungen im Moment ist es schwer, an Ronny Gabuczewski vorbeizukommen. Wenn wir über die Vertretung von Holz sprechen, sieht es im Moment so aus, als würde Gabu auf den Platz kommen. Das heißt, der hat sich reingekniet, um seine ehemaligen Kollegen da wirbeln zu können, damit sie an ihm nicht vorbeikommen, oder? Ich glaube nicht, dass das nur wegen dem Spiel gegen seine ehemaligen Kollegen so ist, sondern Ronny Gabuczewski ist ein klasse Fußballer, hat noch ein bisschen Rhythmus gefehlt und jetzt hat er 2 Wochen richtig gut trainiert, war am Stück mal gesund, was er die Zeit davor nicht war. Und hat absolut mit Trainingsleistung auf sich aufmerksam gemacht. Das ist immer eine gute Sache. Wenn ich gleich das Mikro habe, mache ich ja gleich weiter. Sie haben vorhin gesagt, zu Chemnitz, die holen zu Hause ihre Punkte. Statistisch gesehen hat ja Halle auch eher Auswärtspunkte geholt. Wie viel geben Sie auf die Statistik? Relativ wenig. Also ich glaube, ich versuche sie zu kennen, aber Fußball schreibt immer wieder seine eigenen Geschichten. Und die sind von irgendwelchen Statistiken ist das Spiel nicht beherrschbar. Und deswegen wird das ein enges Drittligaspiel auf Augenhöhe, so wie jedes fast. Und der Anspruch und unser Ziel ist es, das Spiel zu gewinnen, ganz klar. Halle war schon das Stichwort. In diese Runde sagt man, muss man ja nochmal rein mit der Passivität. Das haben Sie sicherlich auch mit der Mannschaft nochmal aufgearbeitet, mit etwas Abstand. Wie ist das aus Ihrer Sicht zu erklären gewesen? Ja, wir haben mit den Spielern viel darüber gesprochen. Ich glaube, dass es einfach so ist, dass nach der guten ersten Halbzeit und den vielen vergebenen Großchancen auf 2-0 zu stellen und dann auch nochmal nach der Chance durch Tim irgendwie so ein bisschen vielleicht, und das hat man in den Gesprächen auch rausgehört, der Glaube verloren gegangen ist, dass man das zweite Tor macht. Und dann eher so sich durchgesetzt hat, vielleicht die Marschroute zu fahren, dieses 1-0 zu verteidigen. Und das hat, wenn man sich darauf zurückzieht, hat das immer was damit zu tun, dass man passiver wird. Und wenn man passiver wird, ist das nicht das Spiel, was uns eigentlich ausmacht und was wir eigentlich auf dem Platz haben wollen. Es ist dann schwer, aus dieser Passivität raus wieder, also es gibt am Körper keinen Knopf, auf den ich drücken könnte, wenn es mal eine Phase lang nicht so gelaufen ist, um wieder Vollgas Fußball zu spielen. Und deswegen ist es mir eigentlich lieber, wir wären trotz der vielen vergebenen Chancen weiter hoch geblieben und hätten weiter aufs 2-0 gespielt. Aber natürlich hat Fußballer ja auch immer was mit dem Gegner zu tun und Fußballer hat auch immer was mit Menschen zu tun und Menschen sind keine Computer, wo einfach ein Programm abgespult wird, sondern das hat dann vielleicht was mit einer bisschen weniger Überzeugung, die auf einmal da war nach den vergebenen Chancen zu tun und dann mit ein bisschen weniger Selbstvertrauen nach 2-3 schlechteren Aktionen. Und so laufen halt so Spiele. Nach dem Hallenser-Spiel war allenthalben zu lesen, dass die Spieler mit sich selbst ziemlich gehadert haben. Haben Sie denn so eine Trotzreaktion oder von der Gemütsverfassung her jetzt im Training in diesen Tagen gemerkt, jetzt wollen wir wieder, sollen wir wieder ausbügeln? Ja, also erstmal finde ich es gut, dass die Spieler selbstkritisch sind und selber reflektieren. Auch reflektieren, was es gelegen haben könnte. Und die Trainingswoche war bis jetzt sehr gut. Das muss man einfach sagen. Sehr viel Qualität drin und wenn wir die auf den Platz bringen, haben wir, glaube ich, auch eine gute Chance zu gewinnen gegen Chemnitz. Gibt es noch Fragen? Oder ist schon alles beantwortet? Ich sehe zumindest keine mehr. Dann, gut, bedanke ich mich kurz und schmerzlos. Wir sehen uns hoffentlich alle am Samstag in der Aufgeschrieben.